So, dann. Das Saatgut ist da. Dann werden wir das Saatgut jetzt einfach mal platzieren. Ja, die Saat ist ausgebracht. Jetzt können wir hier nämlich unser eigenes Bier produzieren. Dazu müssen wir allerdings natürlich erstmal ein bisschen Geld noch machen. Wir müssen also noch ein wenig warten. Das gibt uns Zeit, erstmal Zahir wieder zu besuchen. Und unsere Geschenkurkunde loszuwerden. Und wie schaut es denn hier aus? Also Geld haben wir ja eigentlich genug, ne? Nur die laufenden Einnahmen, die müssen wir noch steigern. Okay. Haben wir hier genügend Obst. Datteln. Sind eigentlich vorhanden. Also sind vorhanden. Da kriegen wir jetzt nichts mehr hingebaut. Würde ich mal vermuten. Welches Bauvorhaben plant ihr? Das wäre sinnlos. Das würde, aufgrund der vielen weißen Flächen sehen wir ja, dass das gar keinen Sinn machen würde. Das würde so viele Verluste bringen. Da müssen wir schauen. Wir haben jetzt hier 3 Karren haben wir für 4 Gebäude. Wo haben wir eigentlich noch genügend Platz, also noch genügend Potenzial, um noch was hinzubauen. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal hier noch, weil Weizen haben wir genug. Ja, wir bauen jetzt hier erstmal noch was in Dattelplantagen hin. Also wir müssen auf jeden Fall noch unsere Bevölkerung ein bisschen besser versorgen. Dann haben wir das hier eigentlich auch alles ausgereizt. Erstmal. Wie mache ich das denn am besten? Ich brauche 5 Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Komm mal nicht. Komm mal. So hinsetzen. Ne? So müsste das. Ups. So müsste das an sich funktionieren. So. 1, 2. Ihr bringt ein Zeichen eurer Freundschaft? 3, 4 und 5. Tun wir. Der Sultan soll von eurer freundlichen Geste erfahren. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ja, okay. Finde ich sehr in Ordnung. So. Dann haben wir hier 2 mal Datteln und 2 mal Gewürze. Dann sind unsere Nomaden erstmal soweit gut versorgt. Jetzt lassen wir das noch ein bisschen wachsen. Wir brauchen hier definitiv noch Einnahmen. Die Moschee werden wir erstmal dahin bauen, würde ich sagen. Hier an dieser Ecke. Ja. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, sind Teppiche. Die können wir auch produzieren. Ihre Siedlung wächst und wächst. Aschgabat ist jetzt auch eine Kleinstadt, das freut mich. Das Schicksal scheint es mit eurer Siedlung gut zu meinen. Ja, Schicksal und ich, ne? Also ich habe ja hier die Arbeit, also hallo, Kollege. Noch ein bisschen rum. Wunderbar. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Turm und die Moschee. Darum muss ich erstmal Verbündeter sein. Und genügend Nomaden haben wir schon. Gut. Ja, wir können dann Teppiche auch schon bauen, aber wir müssen die Einnahmen noch verbessern. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Dann müssen wir die Einnahmen verbessern.
Gut gemacht. Der Fortschritt in eurer Stadt ist für jedermann sichtbar. Okay. So, was haben wir hier? Möge der Handel beginnen. Jetzt nichts besonders Interessantes. Kaufen müssen wir auch nichts. Fahren wir mal hier hoch. Was kann man jetzt produzieren? So, wir können produzieren. Ach, produzieren, bauen. Ich dussel. Weizen war das, genau. Wir können jetzt hier jetzt nur einfach den Raum hier bauen, einmal Weizen an. Das sind so 3x3 Felder, die wir gut verteilen müssen. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir machen ich glaube, dass das gar nicht mal so verkehrt ist, was ich hier vorhabe. Ich weiß nicht mehr, wie groß die Felder waren. Moment. Zack, zack. 1, 2, 3. Ja, ganz genau. Das ist gut. Und eine Mühle, sobald wir genügend Steine haben. Die setze ich aber ganz bewusst hier hin. Sollte an für sich recht fix gehen, da wir jetzt zwei Steinbrüche haben, wo wir Steine abbauen. So, haben wir das auch. Und dann brauchen wir natürlich das Backhaus. Da brauche ich 5 Steine. Das setze ich hier direkt vor Kopf. Und dann produzieren wir unser eigenes Brot. Das macht die Patrizier gleich glücklicher und damit steigen dann auch, ihr werdet es ahnen, unsere Einnahmen. So. Soll alles ein bisschen übersichtlich bleiben. Wie gesagt, wir wollen jetzt keine Rekorde brechen. Ich habe auch keine Lust, jetzt irgendwie hier irgend so ein hektisches Spiel zu veranstalten. Ich möchte eigentlich nur dieses kleine Spiel hier beenden damit und einfach mal zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Und ja, erfahren kann man sowieso die ganzen Einzelheiten erst dann, wenn man es selber spielt. Ich möchte einfach nur ein bisschen. Natürlich kann ich dir etwas Geld borgen. Wozu? Oh, ach so. Nicht borgen? Ah, naja. Du musst mir nichts borgen. Ist doch gar nicht nötig, Kollege. Oh, dass du mich besuchen kommst. Wenn du mich so lieb bittest, trage ich mein Gedicht natürlich gern vor. Ja, mach mal. Im Morgengrau der Tag erwacht,
Vergangen ist die letzte Nacht. Toll. Ja, der Live ist schon ein witziges Kerlchen. So, jetzt haben wir den hier. Sieht doch ganz gut aus, ne? Jetzt haben wir also hier auch unser Backhaus. Unsere Patrizia bringt uns auch schon erheblich mehr Geld. Sind auch recht euphorisch. Wir sind wieder im Plus. Das Plus steigt auch. Also helft doch, mir hierbei. Sieht alles ganz gut aus. Der Sultan wird davon erfahren. Ja, das Fünften-Schiff werden wir aber gerne vernichten. Ich bin hier zum Kontor gereist. So. Ich bekomme regelmäßig. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Das können wir nicht. So. Ja, fahren wir da mal hin. Hallo? Auf geht's. Fröhliche Feinde jagen. Da. Wir kümmern uns hier weiter drum. Und zwar hatten wir hier auch Seil angebaut. Wie schaut's denn jetzt hier mit dem Schiffsbau aus? Na bitte, das geht. Werden wir auch gleich anleiern. Da fährt's dann hin, das passt. Wie viel haben wir denn noch? Was muss denn noch sich entwickeln? Oh, noch 15 Patrizier. Da kommt nichts mehr. Also die haben sich Land alle entwickelt. Voraus! Die Bürger haben sich alle entwickelt. Die Patrizier können wir noch 6 Gebäude machen. Können sich noch entwickeln. Und eine Aufgabe haben wir. Als Vertreter des Volkes bitte ich um eure Unterstützung. Na klar. Schiff fertiggestellt. Machen wir gleich. So, dann einmal zerstören. Na komm. Was bekommen wir dafür? Das ist jetzt noch einfach. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Blut ist dicker als Wasser, also hier ist nicht gewillt, dem Händler der Täuschung, den Täuschungsversuch an einem Verwandten durchgehen zu lassen. Stellen Sie den Gaumen. Also ich soll. Gib mal diese Gewalt. Das wird sich ganz von alleine regeln. Hier haben wir noch eine B-Insel. Ist doch kacke. Da kann man gar nichts mit anfangen. Da können wir gar nichts mit anfangen. Dann reisen wir mal da hoch. Danke. Die Kohle. An für sich läuft ja alles ganz gut, ne? Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Sie haben das abzufangende Schiff zerstört. Dann
bei der Gelegenheit auch gleich noch hier runterfahren und die Schiffsbrüchigen retten. Von, wenn wir die gerettet haben, bringen wir den Beweis ins Kontor. Und von dem Kontor fahren wir zurück nach Goldfurt und machen noch... Sie sind auf einen Mitspieler gestoßen. Den Kollegen hier glücklich. Das ist ja klar, der hat sich hier, ne, das gleich an Land gezogen, wo man Bier herstellen kann. Also noch leichter kann man es nicht machen, indem man natürlich gar keine Mitspieler zulässt. Finde ich dann aber doch ein bisschen sehr eintönig. Salam alaikum. Es ist. Wenn man aber damit beginnt, also wenn man anfängt, das Spiel zu spielen, dann macht Sie haben eine neue Insel entdeckt. Das ist etwas, was brauchen wir. Wenn wir nachher Adelige haben, dann brauchen wir Honig und Wein. Wenn wir da überhaupt hinkommen. Ne? Also wir brauchen ja als Ziel, sehen wir ja hier 500.000 Gold, das ist relativ einfach. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Und 20 versenkte Schiffe, also das ist jetzt nichts. Sie haben eine neue Insel entdeckt. Na, komm mal. Da in der Ecke noch irgendwas. Also normalerweise sollte man mit seinem Flaggschiff natürlich alles erforschen, weil das schneller ist. Nur da sind wir ja jetzt nochmal unterwegs. Oh, das ist doch mal ganz interessant, aber es ist klein, ne? Oder? Land voraus! Sie haben eine neue Insel entdeckt! Das ist gar nicht so klein. Das ist okay, was haben wir hier? Auch Wein, das ist auch, also, ganz ehrlich, das ist doch scheiße. Was haben wir hier? Die ist auch unbewohnt und die ist mickrig. Aber wenn wir jetzt hier nur Bier anbauen. Eine Insel wurde ausgemacht. Wenn wir da jetzt wirklich nur Bier anbauen würden. Das ist Röschenhof, die hat sich der gute Live an Land gezogen. Wir fahren mal hier hin. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin hier noch irgendwas Interessantes. Ja, und wenn nicht, dann werden wir uns diese eine Insel da sichern. Die ist relativ klein. Da wird der Life nicht sofort hinterher sein. Das passt dann schon. Also, ich helfe euch gerne aus. Moment. Du sollst ihn aufnehmen, Dussel. So. Dann einmal hier hin. Sie sind auf einen Mitspieler gestoßen. Passt das soweit? Was hat er denn jetzt schon wieder? Hier, der ist ja überall, ne? Wegen, ja, ist klar, wegen Ton. Unglaublich. Ah, ich wusste, beim Let's Play ist man natürlich erheblich langsamer. Ein Eiland wurde gesichtet. Wenn man einfach so drauf losspielt, ohne was erklären zu müssen und ohne irgendwie was sagen zu müssen. Aber dass man so viel langsamer ist, ist schon faszinierend. So, das haben wir. Sind die Bedürfnisse nach Nahrung soweit. Eine Insel wurde ausgemacht. Mir gefällt das nicht, dass der Live sich hier überall breit gemacht hat. Die kann man eigentlich nicht benutzen. Also das, klar, da könnte man... Die könnte man... bewohnbar machen, aber
da hast du dann auch wieder nichts. Mangelware ist echt das, was man so an Bier und so anbauen kann. Wir haben natürlich hier den. Konntet ihr diese Angelegenheit regeln? Ja. Danke, Shukran. Sehr gerne. Und das ist wirklich kein Versehen? Nein, es ist nicht. Irgendwas Interessantes für uns. Ich habe außergewöhnliche Waren. Was wir einkaufen können. So, hat man schon geschaut. Ne? Nee, da ist nichts. So, dann. Ab nach Hause. Jo, dann werden wir die Insel uns einfach mal kaschen, ne? Aber wir brauchen auf jeden Fall Bier. Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten. Die bringt uns ja leider gar nichts. Also hier hin. So. So, noch genügend Stein, um erstmal hier. Auszubauen, damit das alles ein bisschen schneller geht. So. Und hier geht das auch. So, hier. Und einmal hier. Ups. Hallo, willst du mich verarschen? So. Man kann dann natürlich auch einfach drüber bauen. Das geht auch, dann kriegt man halt nur kein Geld erstattet. Und deswegen baue ich das erst zurück. So, dann haben wir wieder ein paar Errungenschaften, die wir einsetzen können. Na, hallo. Erstmal die Ware, würde ich sagen. Oder die Items. Die Items, das sind diese kleinen Besonderheiten, die man nutzen kann. Und die Waren ist halt das, was man auf diesem Niveau als Patrizier, als Bürger eben auch produzieren kann. Und die kaufe ich da eh nicht ein. Verkaufen geht sowieso und einkaufen werde ich da nichts. Das ist eher unwahrscheinlich. Achso, ich muss die noch hier eben einbringen. Hattet ihr Gelegenheit, ja. Meiner? Ich bin euch für eure Hilfe sehr verbunden. Sehr gerne. Eine trunkene Besatzung. Extraktion Wein verringert die Unterhaltung eines Schiffes. Ja, packen wir das mal da hin. Ne? So, dann ist das günstiger. Ich sehe aber hier, die Gewürze werden wahnsinnig schnell verbraucht. Wir müssen also da die Produktion erhöhen. Beziehungsweise das, was wir nach Goldfurt produzieren, bringen. So, das haben wir. Jetzt ist die Überlegung, was machen wir jetzt? Als erstes sichern wir uns die Insel. Dafür brauchen wir ja nicht so viel. Wir brauchen nur ein paar Werkzeuge, ein bisschen Holz. 10 dürften sogar schon reichen. Das dürfte an für sich schon reichen. Wenn wir das haben, das ist ja, ne? Wenn wir das haben,
kümmern wir uns um Aschgabat. Wir wollen einmal hier natürlich Seide und Indigo nutzen, um Teppiche zu produzieren. Das ist wichtig, damit sich unsere Bevölkerung... Seit ich hier lebe, hat das Wort Heimat eine neue Bedeutung für mich. Und dann müssen wir hier auch noch leider Gottes eine Insel suchen, weil wir brauchen Ton. Ton haben wir hier nirgendwo. Wir können es auch nicht einfach so anbauen. Wir können es auch nicht jetzt noch installieren. Das geht leider nicht. Also müssen wir uns noch eine Insel suchen, wo wir eben Ton auch haben. Da würde sich die hier anbieten. Aber dann haben wir noch einen Slot frei. Da können wir dann noch Kaffee anbauen. Oder wir gehen direkt zu dieser Kaffeeinsel. Die war aber recht klein. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die war. War das nicht die hier? Ja, da haben wir Kaffee. Aber die ist echt sehr, sehr, sehr klein. Ne? Okay, ich meine, wenn man jetzt nur Kaffee anbaut, dann reicht das. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Ja, wir sitzen hier auf dieser Insel, direkt runter im Südwesten. Hier können wir sofort Ton anbauen. Ich würde sagen, die nehmen wir uns dann. Ne? So. Zu dem Zweck fahre ich schon mal mit meinem Schiff runter. So, die ist schon da. So, da können wir dann Bier anbauen und werden das dann natürlich auch damit gleich verschiffen. Was haben wir denn hier für... Das sieht eigentlich auch soweit ganz gut aus. Für Bier brauchen wir Weizen. Ach du Scheiße. Ja, Weizen können wir gut. Ich würde schon sagen, habe ich mich jetzt wieder verguckt. Wir brauchen Weizen, Bier und wir brauchen hier die Klosterbrauerei. Hm? Kostet alles ein bisschen Kohle. Kriegen wir aber hin. Da bin ich recht optimistisch. Das kriegen wir hin. Wie sieht es denn hier mit Most aus? Most haben wir noch, das haben wir soweit alles noch genug. Werkzeuge auch. Haben wir jetzt schon hier alle ausgebildet? Ja, sind wir schon fertig. Das ist ja cool. So, wir können jetzt hier natürlich noch eine zweite Schenke hinbauen, dann entwickeln wir noch mehr Patrizier. Was auch gar nicht verkehrt ist, weil ja, wir brauchen 940 Patrizier Minimum. Ne, 1190. Ne, Schulturm müssen wir nicht haben. 940 Minimum, um hier die Druckerei auch zu entwickeln. Die müssen wir haben, sonst kommen wir nicht zu den Adeligen. Haben wir gar keine Chance. Außerdem können wir noch durchaus Geld gebrauchen. Wir haben jetzt insgesamt 800 Patrizier. Also läuft ganz gut. Oh, der fängt dann an zu qualmen. Aber wir haben ja den Zimmermann, der wird jetzt gleich alles beheben. Da kommt er auch schon an hier. Und sorgt dafür, dass diese Verrußung aufhört, dass also gar nicht erst ein Feuer entsteht. Ja. Ja, hier sehen wir Verrußung, erhöhte Brandgefahr. Wenn man das nicht bekämpft, wird irgendwann das Gebäude anfangen zu brennen. Und es kann runterbrennen, es kann auch durchaus das Feuer übergehen auf weitere Gebäude. Und ist natürlich nie von Vorteil. Ja, deswegen halt die Zimmermänner hier strategisch verteilt, damit wir alles abgedeckt haben. Ja, bauen wir jetzt noch ein zweites... Ne, wir machen erstmal was anderes. Wir können ja auf jeden Fall Lederwämse bauen, wir können auch Schweinezucht betreiben. Saline können wir auch abbauen. Das heißt, wir können auch selbstständig hier die Lederwämse produzieren. Bier produzieren wir schon selbstständig. Muss mal ins Lager schauen, ob wir da auch genügend haben auf Lager. Moment. Natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Brot. Sorry. Brot. Ja, ist auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, also ist nicht. Wir sind so spitz auf Knopf im Moment. Deswegen machen wir mal Folgendes. Wir bauen jetzt hier noch ein zweites Gebäude hin. Also ein Markthaus hin.
brauche ich mal hier so hin, dann können wir gegebenenfalls auch noch die Eisenmine bedienen. Allerdings glaube ich nicht, dass wir das machen werden. So, einmal hier. Einmal hier Brot. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Ja, so ist das, glaube ich, okay. Einmal hier. 1, 2, 3. Und einmal hier. Diese Baupläne könnten euch... Das gefällt mir. Ja. So. Dann werden wir gleich auch mehr als genug Brot haben. Das können wir dann auch noch verkaufen. Und dann können wir Lederwämse produzieren. Ja, wir müssen aber trotzdem wachsen, sonst kriegen wir ein Problem mit dem Geld. Zu dem Zweck werden wir noch einen Marktplatz uns hinbauen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Einmal das. Das ist übrigens keine schlimme Meldung, ne? Also dass die nichts mehr herstellen. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Ja, danke schön. So. Und dann haben wir... Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Das finde ich übrigens bei 22.05 so gut, dass man die Gebäude als Ganzes auch mal verschieben kann, was hier eben bei Anno 1404 nicht geht. Und hier kriege ich nichts hingebaut. Das ist ja total ätzend. Naja, kann man nichts machen. So. Jetzt müssen wir da noch einen, ne? So, da haben wir das. Thank you.
Okay. So, was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, ist, wir müssen wahrscheinlich mehr Fisch, mehr Most und allem noch ein bisschen mehr produzieren. Aber jetzt ja hier doch schon erheblich noch mal wachsen.